Wenn der Mann sagt, die Frau sei dumm, ist er stets der Schuldige, denn stets hält er sie für das verantwortlich, was er selbst verursacht hat. Wenn er ihr sagt, es sei ihre Pflicht, den heimischen Herd zu hüten, kann er sich kaum wundern, dass sie am Ende die Erfahrungen fehlen, die man sich nur dann erwerben kann, wenn man eben nicht den heimischen Herd hütet. Wie wir gesehen haben, hat der Mann diesen Erfahrungsvorsprung bereits im Paläolithikum gestohlen, als er der Frau sagte, sie solle das Lager bewachen und versorgen, während er auf die Jagd ging. Jagen ist aber eine der besten Methoden zum Erwerb von Wissen. Je weiter sich der Jäger wegwagt, desto mehr lernt er. Seine Sinne werden geschärft, sein Orientierungsvermögen wächst. Alle paar Sekunden lernt er etwas, das seine Frau nicht einmal vom Hörensagen kennt. Er lernt sich an den Sternen, an den Spuren der Tiere, an der Notwendigkeit zu orientieren, seine Beute nicht mehr im Nahkampf, sondern aus der Entfernung zu töten. So lernte er, in längeren Distanzen zu denken, aber all dies war nicht das Resultat seiner biologischen Konstitution, sondern eine Art parasitärer Förderung seiner Sinne auf Kosten seiner Frau. Denn wenn er nicht immer wieder jene Versorgungs-, Trost- und Aufpäppelungsinstitutionen zur Verfügung gehabt hätte, das weibliche Nest eben, hätte er für sich selbst sorgen müssen. Und wenn er für sich selbst zu sorgen gehabt hätte, seine eigene Brut aufgezogen, für sich selbst gekocht und genäht hätte, wäre er nicht mehr in der Lage gewesen, die Frau zu unterdrücken, um sich auf ihre Kosten zu bilden und dann mit Hilfe der so erworbenen Bildung neue Methoden zu ihrer weiteren Unterdrückung auszuarbeiten. Das Patriarchat von Ernst Bornemann.